A Midwestern town in America, Raccoon City. A solitary island far off in the sea, Rockfort Island. An island that would become... Resident Evil Zero. A Midwestern town in America, Raccoon City. A solitary island far off in the sea, Rockfort Island. An island that would become the second Raccoon City, Sheena Island. There are still many unanswered questions about these seemingly unrelated yet intensely traumatic events. Though it is believed that the International Enterprise Umbrella was somehow involved, little is known as to the origin of this faceless corporation. When was it established? By whom? And how was the T-Virus created? To uncover the truth, we must delve deeper into the events which transpired in the beginning, before the Mansion incident. Do you think so too? Yeah. Do about it. We should hold off for a while. But I wonder how those RNG people would react to this. As a simple investigation of some bizarre murders in the suburbs of Raccoon City. Nothing in our training could ever have prepared us for the nightmare that ensued. We never stood a chance. What's going on? Engine failure. Emergency landing. Check the current position and investigate the surrounding area. Captain, look! Captain! What happened? Court order for transportation. Prisoner Billy Cohen, ex-lieutenant, 26 years old. Court-martialed and sentenced to death July 22nd. Prisoner is to be transferred to the Regathon base for execution. Those poor soldiers. They were good men just doing their jobs, and that scum murdered them and escaped. All right, everyone. Let's separate and survey the area. Our friend is brutal and ruthless. Keep your guard up. A train?
Die Tür ist irgendwas. Es gibt kein Zurück. Und damit, Moment, willkommen zu Resident Evil Zero. Es ist ja nun bekannt, dass Resident Evil 3 Remake auch rauskommen wird, nachdem natürlich der zweite Teil ein Mega-Erfolg war, war das klar. Also werde ich jetzt, weil darauf habe ich eigentlich nur gewartet, weil ich hatte voll Bock, Resident Evil, alle Teile, die ich so besitze, mal zu spielen. Das sind 0, 1, 2, dann 3, auch 4, 5 im Koop, 6 dann im Koop. Ich habe den 6. ja schon mal gespielt, aber wahrscheinlich nochmal komplett alles. Alle Stories, die es da gibt. Mal gucken, wie ich das mache. 7 natürlich und auch die Revelations-Teile 1 und 2. Muss man mal gucken. Und einige Resident Evil-Teile kann man ja auch mit mehreren Charakteren durchspielen. Ich weiß noch nicht, ob ich die dann parallel spiele. Mal gucken. Ich weiß es noch nicht. Aber erstmal cool, dass auch ein dritter Teil kommt. Das heißt, wir können erstmal überlegen, ja, was machen wir denn? Wir gehen erstmal hier lang. Resident Evil Zero ist ein Spiel, das habe ich nie gespielt. Kenne ich tatsächlich nicht. Bedient sich aber noch vieler Mechanismen. This is Officer Chambers from Star's Bravo Team. Please identify yourself. Is someone there? The government has announced that it has set up plans to help out the province. But as of 2 years ago, when a similar plan was set up, the local government stepped in and took over. Fuck. Scheiße. Okay, ich habe ein Problem. Da. Oh, ich hab die Karte gerückt. Wie kann ich denn zielen, Alter? So schon mal nicht. Ja, kacke. Wie kann ich mich. Ich habe, wie gesagt, keine Ahnung, was mit diesem Spiel abgeht. Wie schieße ich denn? Aha. So. Kann ich hier durch? Das war schon mal geil. Okay, das ist doof. Immer wenn ich mal irgendwas machen will, unterbreche ich die Cutscenes. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Ist jetzt halt so. Hm? Ich weiß, okay, wie kann ich auch irgendwie zielen? Ja, hoch, runter kann ich zielen. Aber halt auch nur, ne, so komplett. Full Move. Sag ich mal. Schießen tue ich dann so. Okay, so lade ich nach. Alles klar. Hier scheint es nichts Nützliches zu geben. Ich weiß ja gar nicht, wie lange das Spiel geht. Munition. Sehr gut. Ja, natürlich nehme ich die mit. Der arme Kerl wurde sicher im Schlaf angegriffen. Sein Körper ist voller So, was haben wir hier? Passagiertagebuch. 14. Juli. Heute kamen neue Befehle vom Boss. Wir sollen anscheinend die Überreste des Labors in den Arklay Mountains untersuchen. Es gibt zwei Gruppen. Die erste Gruppe soll prüfen, was noch von dem abgebrochenen Experiment übrig ist. 16. Juli. Die Testproduktion der bioorganischen Waffen Typ Y-139 musste leider wegen dieser Untersuchung eingestellt werden. Das gleiche gilt für Typ Y-139. War das andere nicht auch 39? Ja, naja, gut. Wir wissen immer noch nicht genug über Reaktionen auf das T-Virus in Krebsen. Es gilt noch viele interessante Aspekte zu erforschen. Je nach Spezies und Zuchtbedingungen sorgen schon kleinste Dosen des T-Virus für erstaunliche Änderungen in Bezug auf Struktur, Größe, Vermehrung, interne Gifte und Hirnentwicklung. Würden diese Auswirkungen gesteuert, wäre es möglich, eine mächtige Waffe herzustellen. Doch die abrupte Entwicklung der Schale resultiert in einer entsprechenden Zerbrechlichkeit. Bestimmte Bereiche werden äußerst schwach. Leider gehört auch die Kopfschale zu diesen Bereichen. Betrieb das Labor, das wir untersuchen, ähnliche Forschungen. Es wäre großartig, wenn wir nützliche Daten und Muster für unsere Arbeit fänden. 19. Juli. Der Tag scheint gekommen, ich werde immer nervöser. Alle Zeitungen und TV-Sender in Raccoon City berichten über bizarre Morde in den Vororten der Stadt. Könnte es das Virus sein? Wenn ja, dann... Nein. Ich darf nicht daran denken. Ich muss mich auf den reibungslosen Ablauf dieser Untersuchung konzentrieren. Ah ja. Wir gehen mal wieder raus.
Alter, geil, ja, den wollte ich eigentlich nicht angucken. Das Spiel spielt auch vor dem ersten Teil, also kurz vor dem ersten Teil, beziehungsweise ich glaube auch ein bisschen währenddessen. Aber ich spiele die so eine, nicht in der Reihenfolge, wie sie kommen, sondern wie sie dann auch tatsächlich, sage ich jetzt mal, spielen. Und das ist dann so korrekt. Oh, Farbbänder, guck mal. Ja. Wo haben wir denn eigentlich? Das ist ja auch mal eine Frage. Das ist die Karte. Wie komme ich denn? Wie komme ich denn in mein Inventar rein? Gar nicht. Weil hier ist ausschließlich Karte. Wie komme ich doch bestimmt in die... Ich kann die Schreibmaschine auch benutzen. Ja. Ich werde das jetzt einmal machen, das dürfen wir nicht. Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt. Sind die Farbbänder wirklich wichtig? Oder sind die einfach nur da, so aus Nostalgie? Rebecca heißt die übrigens. Haben wir das auch? Weiß ich nämlich nicht so genau. So, ja, das nehmen wir auf jeden Fall einmal mit. Noch mehr zu lesen. Untersuchungsbefehl. Das Dokument ist voller Blutflecken und daher teilweise unlesbar. 8 Meilen nördlich von Raccoon City in den Arklay Mountains befindet sich die Ausbildungsstätte unseres Unternehmens, Unternehmens. Sie wurde vor Jahren geschlossen. Nun führen ihr eine vorläufige Untersuchung bezüglich der Neueröffnung der Anlage durch. Die erste Untersuchungseinheit ist bereits vor Ort und hat die Untersuchung eröffnet. Ich möchte, dass ihr Team, das hört sich total doof an, ne? Dass ihr Team dabei Unterstützung leitet. Folgende Befehle zu Wim Birk und der ersten Interuhu Xein Hit sind zu befolgen. Der Rest ist zerrissen und unlesbar. Ja, das davor war auch schwierig. Hab irgendwie nur die Hälfte verstanden, aber okay. Ich glaube, ich werde mal ganz kurz. Ich werde mal ganz kurz hier was ändern. Weil es nervt irgendwie, dass ich dann immer die Hotkeys. Webcam zeigen. Wir machen das mal hier weg. Machen mal das. So, jetzt brauchen wir noch das hier. Nee, warte. Wobei doch, ich kann ja auch mehrere Sachen machen. Nee, das ist krass, ne? So, Doppelbelegung. Heftig. Ah, das funktioniert irgendwo. Warum funktioniert das nicht? Okay, erweitert. Hotkeys. Ach, ich glaube, weil ich das im Falschen gemacht habe? Nee. Ach, das ist ein anderes Ding. Warte. Wo ist denn das? Ja. Da. 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 Jawohl. Habe ich mir jetzt eine andere Taste dafür gemacht, damit ich nicht immer die Cutscenes unterbrechen muss. Das wäre auch blöd. So, den Mauszeiger brauchen wir eigentlich nicht, weil ich spiele das Ganze mit dem Controller. Wir gehen mal weiter den Zug. Ist schon lange her, dass ich so... Also das erste Resident Evil, als das Remastered rauskam, habe ich das gespielt. Oh, was hat er denn? Die Leiche dieses Zuges wurde brutal zerrissen. Er hält etwas fest. Ja, geh mal her hier. Mein Schlüssel. Ich muss auch irgend... Oh weia. Jetzt wird's gefährlich. Billy. Lieutenant Cohen. So, you seem to know me. Been fantasizing about me, have you? You're the prisoner that was being transferred for execution. You were with those soldiers outside. Oh, I see. You're with Stars,
Well, no offense, honey, but your kind doesn't seem to want me around, so I'm afraid our little chat time is over. Wait! You're under arrest. No thanks, Dollface. I've already worn handcuffs. I could shoot, you know. Jo. Edward, are you all right? What happened? Der war sehr beeindruckt. It's worse than we can't. You must be careful, Rebecca. The forest is full of zombies and monsters. Zombies and monsters. Oh. Help. Verschlossen. Scheiße. Help. Das ist doof, ich weiß noch gar nicht, wo dieser Köter ist, ey. Ja, geil. Okay. Oh, scheiße. Ich glaube, ich bin tot. Kann das sein? Jetzt geh weg. Und. Warte. Ich sehe halt nicht, wo die sind, diese Kackviecher, ne? Das ist halt scheiße irgendwie. Ich glaube, ich gleich tot. Da ich auch nicht weiß, wie ich in mein scheiß Inventar komme, ist das auch irgendwann, ne? Oh, Alter, das ist voll stressig so. Also ich muss ein bisschen mich reingrooven, bevor das hier wieder funktioniert. Hilfe! Jetzt einer hinter mir, einer vor mir. Das ist natürlich mega ungünstig. Ich kann auch nicht an dem vorbeilaufen. Geh doch mal weg jetzt, du Kackköder, Mann. Oh, ey. Schnell weg. Hilfe. So, jetzt wäre es natürlich geil, wenn ich wüsste, wie ich ins Inventar komme. Aber ich weiß es leider nicht. Oh Gott. Okay, ich bin tot. Safe. Okay, sie ist tot. Das Problem ist, ich bin auch diese Art an Steuerung nicht gewöhnt. Also sind wir gestorben, ist kein Problem. Wir laden das einfach nochmal. Ich habe schon irgendwann mal angefangen sogar zu spielen. Ich habe, glaube ich, 10 Minuten gespielt. Ich wollte das schon mal, aber habe ich nicht. Das Problem ist für mich momentan tatsächlich, ich würde gern wissen, wie ich in mein Inventar komme. Das wäre... What? Och, komm schon. WTFF, Alter, ist dein Ernst? Wozu kann ich denn speichern? Ja, ist ja gut. Ich weiß doch, es gibt keinen Zurück. Ach so. Alter, wie komme ich in mein scheiß Inventar rein? Ich muss doch irgendwie ins Inventar kommen. So nicht. Aha. Ach, das ist meine... das ist mein Inventar? Nee. Wie komme ich denn ins richtige Inventar? Es muss doch ein richtiges Inventar geben. Weil hier gibt es doch auch ein Inventar. Wie komme ich denn hier hin? Das haben wir gelesen, wir nehmen es natürlich nochmal mit. Aber ich frage mich tatsächlich, wie ich ins... Wie habe ich das gemacht? Warte, ich dafür... Ah, jetzt weiß ich es. Okay, alles klar. Wir nehmen das mal einmal, damit wir wieder gesund sind. Und dann, okay, das ist gut. Muss man ja wissen. Ja. So. Da bin ich lang gegangen. Da kommen gleich die Köder. Ich weiß, soll ich die erschießen oder nicht, ey? Und ich weiß auch nicht, kann ich jetzt die... Ja, ja, wir nehmen das natürlich mit. Kann ich die jetzt überspringen, die Cutscene? Nee, irgendwie nicht, wa? Doch, kann ich. Geil. Oh nee, Alter, Hund, geh weg. Oh. Juckt den gar nicht.
Wo ist er denn? Oh. Alter, diese Dreckskamera, ne? Ich bin echt froh, dass das nicht mehr in den Spielen so ist, weil... Das ist übelst nervig. Das ist richtig, richtig behindert. Vor allem das Dumme ist, ich kann ja an denen auch gar nicht so wirklich vorbeirennen, oder? Also müsste ich aber können. Aber ich kann ja nicht rennen. Verarscht. Krieg ich hier hoch? Ist das gut, dass ich da hochgehe? Ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, ich kenne das Spiel nicht. Ich weiß nicht, wo ich hier hin muss. Das ist ein bisschen. Also es wird im ersten Teil nicht anders. Das kenne ich zwar. Aber ja, das Telefon, das wollte ich jetzt eigentlich auch gar nicht haben. Der erste Teil ist auch schon eine Weile her, aber da kann ich mich an zwei, drei Sachen ab und zu mal erinnern. Sie sehen aus wie Eier. Sie sind von einer Pfütze aus Schleim umgeben. Ekelhaftig. Guck dir das an. Das ist ja voll widerlich. Okay, hier geht es anscheinend auch nicht weiter. Gut. Das heißt, die Zeit natürlich ein bisschen im Auge behalten. Klar. Aber wir werden noch ein bisschen machen, dass ich auch gestorben bin und so. Wir gehen jetzt hier lang. Ich brauche eine bessere Waffe. Das wäre nicht verkehrt. Oh. This is Rebecca. Over. Geht so. Enrico! Hello! Can you read me? Please respond. Rebecca, I can hear you. Now listen up. Ist die ein Buch? Detailed information on the fugitive from a document found in the wrecked wagon. Billy Cohen killed as many as 23 people. Over. 23 people. We have also confirmed that he was institutionalized, so keep your guard up. Can you hear me, Rebecca? Over. Stay alert, Rebecca. He wouldn't think twice before killing you. Enrico! Captain! Hello? Hello! Jo, Mensch, ist ja ein netter Zeitgenosse. Ich denke mal, ich komme hier nicht einfach raus. Nur, dass ich sagen kann, ich stehe jetzt. Oh, schade. Das ist doof. Ich weiß auch gar nicht, spielt dieses Spiel nur in diesem Zug? Vermutlich. Ach nee, ich hätte vorbeirennen sollen. Nee, nee. Lassen Sie dies bitte. Zugschlüssel verwendet. Diesen Schlüssel brauchen Sie nicht mehr. Wegwerfen? Ja. Alles, was ich nicht brauche... Weg damit, der Shit, der kann, also das brauche ich nicht mehr. Das war Blödsinn. Da kommt der Billy bestimmt wieder. Der Billy Bob, da ist er. Wie kam er da rein? Niemand weiß es. Why don't we cooperate? Cooperate with you? Listen, little girl, if you haven't noticed, there's some pretty freaked out things on this train. And I, for one, want to get out of here. I don't think we stand a chance doing it alone. You expect me to trust you, a wanted felon? I don't need your help. I can handle this on my own. And don't call me little girl. All right, Miss Do-It-Yourself. What should I call you? The name is Rebecca Chambers, but that's Officer Chambers to you. Well then, Rebecca, why don't you go and try while I wait here? Ich lese erstmal. Hinweis für Vorgesetzte. Vor dem Abschalten der automatischen Türen ist sicherzustellen, dass alle Mitarbeiter den Speisewagen verlassen haben. Der Hauptschalter für automatische Türen ist auf dem Dach des 5. Waggons. Inspektionen finden statt, wenn der Zug geparkt ist. Nach Abschluss der Inspektion ist die Leiter an der Rückseite der 2. Etage des Speisewagens zu benutzen. Umbrella Corp. Wartungsabteilung. Hm? Okay, wir gucken mal ganz kurz. Staff only, sieht aus wie eine automatische Tür. Ah, ja, ja, okay. Wir gehen jetzt erstmal hoch. Wir brauchen auf jeden Fall noch was zum Heilen, weil uns geht's nicht so gut. Ah, ich wollte was gucken. Ich muss gucken, ob... Ach nee, das geht, glaube ich. Ich habe ja gar keine... Doch, warte mal. Hier habe ich Optionen. Ich würde gerne mal wissen, ob das geht, theoretisch. Schade.
Das ist schade, 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 schade. Doch, Bildformat. Warte mal, hier ist das. Komm, man kann das Originale, vielleicht sieht man dann, aber ich glaube, das sieht dann genauso aus. Ne? Das ist jetzt halt nur halt ein bisschen abgeschnitten. Es gibt noch die Möglichkeit, glaube ich, sogar die originalen Texturen zu nehmen, aber das geht halt nur vorher. So sah das Spiel damals aus. Allerdings sieht das natürlich schon ein bisschen... Fuck. Blöd gelaufen jetzt. Ich ändere das gleich wieder. Excuse me, sir. Sir. Ja, hups. Warte kurz. Ich würde eigentlich nur wissen, ob das so ein krasser Unterschied ist, aber ich glaube tatsächlich nicht. Man konnte noch irgendwas anderes, ich glaube, man konnte auch die Originalgrafik mehr oder weniger machen. Aber guck mal, das ist voll krass beim Bildformat. Man sieht halt direkt auch, was mehr geworden ist, ne? Schon cool. Gut, ich würde sagen, wir drehen uns um und rennen weg. Ciao. Nee, warte. Schnell runtergehen. Billy ist ein krasser Typ. Are you okay? Liebliche Stimme. What's going on? Who's controlling the train? Go and check out the first engine car. Listen, we gotta cooperate with each other from now on. You got that? Well, I don't. Clue in, girl. Or maybe you like being worm bait. All right, but you just remember, I will shoot you if you try anything funny. Fine. Now take these with you. Danke. If you find anything, give me a call, all right? So. Spielhandbuch 2, Figurenwechsel. Sie können zwischen der Steuerung der beiden Hauptfiguren Rebecca und Billy umschalten. Nutzen Sie den Unterschied. Die dessergesteuerte Figur wird als Hauptfigur bezeichnet. Die andere Figur ist die Partnerfigur, steuernde Partnerfigur. Die Partnerfigur bewegt sich im Allgemeinen eigenständig, aber mit können sie die Partnerfigur auch selbst steuern. Durch Auswahl vom Partner auf dem Statusbildschirm können sie dem Partnerfigur Befehle erteilen. Solo. Beide Figuren bewegen sich unabhängig voneinander. Team. Der Partner bewegt sich gemeinsam mit der Hauptfigur. Der Partner greift automatisch an, der Partner greift nicht an. Auf dem Schatzbestand. Sie müssen zwischen den Figuren wechseln, um eine bestimmte Situation. Okay. Ist die Partnerfigur in der Nähe, können Sie über den Statusbildschirm Objekte austauschen. Wählen Sie ein Objekt aus dem Objektkasten der Hauptfigur und verwenden Sie den Befehl austauschen. Sehen Sie sich folgende Merkmale aus: Kann Kräuter mischen, schwache Verteidigung, kann mit Hilfe eines Mischsets Chemikalien mischen. Billy, ein ehemaliger Marine, zeichnet sich folgende Merkmale aus, kann keine Kräuter mischen, kampfstark, kann große Objekte schieben. Sowohl die Halb- als auch die Partnerfigur sterben, wenn sie zu viel Schaden nehmen. Daher sollten sie den Zustand der Figuren stets im Auge behalten. Wird ein Partner in einem anderen Raum angegriffen, fordert er per Funkgerät Hilfe an. Sie sollten sich dann so schnell wie möglich zu ihrem Partner begeben.
Zusammen mit dem Tarn, einige Rätsel können nicht von einer Figur allein gelöst werden. Wenn sie nicht weiterkommen, sollten sie prüfen, ob ein Partner helfen kann. Ah, okay. Nee. Doch. Hä? Jetzt bin ich aber immer noch er. Jetzt bin ich sie. Okay, krass. Sehr verrückt. Keine Ahnung. Wie gesagt, ich kenne das Spiel nicht. Ja. Es sind krasse Dinge passiert, das kann ich schon mal verraten. Verrückt. So. Ah. Ja, du, wenn da eine Leiter ist, dann nehmen wir die, nicht wahr? Leitern sind schließlich dazu da, um hochgeklettert zu werden. Deswegen machen wir das auch. Mhm. Kann hier mir irgendwas passieren? Nö, wa? Ich glaube, wird schon alles cool. Aber das ist schon eher so ein Spiel, wo die beiden eher immer zusammen sind, ne? Da weiß ich nicht. Soll ich da ran? Bin ich tot dann? Nö. Wir gehen mal lieber hier runter. Kann ich hier auch runterspringen irgendwie? Ah. Spring nur einfach durch, Mädchen. Naja. Ja, wir drehen es mal um. Oh, die Stromkabel wurden herausgezogen. Kabel wieder einstecken, ja klar. Einfach. Ist kein Problem. Easy. Ja. Toll, ist sie doch da drin. Aber ist schon mal cool. Wir haben auf jeden Fall schon mal Munition. Und wir haben auf jeden Fall schon mal ein Kräutchen. Sehr schön. So, was natürlich in diesem Spiel ein bisschen... Ja, klar nehme ich mit. Ich weiß zwar nicht, wo er hing, aber ist egal. Was natürlich bei diesem Spiel ein bisschen anders ist als bei so manch anderem Spiel. Ich kann nicht einfach speichern. Das heißt, ich muss tatsächlich auch spielen. Ja, rufen wir einfach. Vielleicht ist da irgendwas Cooles drin. Ist bestimmt später wichtig, dann sind die getrennt voneinander, dann kann man das bestimmt richtig krass benutzen. So. Für später wäre das bestimmt gut gewesen, wenn man das gemacht hätte. Nichtsdestotrotz beende ich diese Folge an dieser Stelle und wir werden dann mal gucken, wie es mit der guten Miss Chambers weitergeht und auch mit dem Mr. Cohn. Ich werde auf jeden Fall das erstmal verwenden, damit wir nur noch gelb sind. Und ich muss ja jetzt weiterspielen. Deswegen nehme ich schon eine Folge auf, weil ich muss eine Schreibmaschine finden. Also würde ich sagen, vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Haut rein.